hast tapfer gekämpft, Don Quixote. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4 Remake. Ja, ihr seht's. Louis ist tot. Von Jack Krauser getötet mit einem Messer, den wir hier beim letzten Mal bekämpfen mussten. In einem Messer-Only-Kampf. Hat halt den Hintergrund, Krauser ist nicht so... Also er kämpft zwar selber gern mit seinem Messer, aber... Im Original war das Messer halt auch so seine Achillesferse. Also sein größter Schwachpunkt. Oh, da hätte ich ja doch noch ein Esshilfe-Spray, egal. Also im Original konnte man Krauser sehr gut nur mit dem Messer killen. Das ging auch wesentlich schneller als mit herkömmlichen Waffen, außer man hat jetzt halt so voll aufgemotzte New Game Plus Waffen, Chicago Typewriter, Hand Cannon und so weiter. Damit hätte man ihn auch wahrscheinlich schneller killen können als mit dem Messer, aber... Leon, ich habe nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Uhrturm gebracht. Beeil dich. Dann schaffst du es vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Okay. Wir haben zumindest noch eine Verbündete, mehr oder weniger. Ada. Die uns nicht ganz so böse gesinnt ist. Bisher hat sie auch noch nicht so ihre wahren Ziele gezeigt. Zwei Aufträge. Allein beim Anblick seiner Visage rollen sich mir die Fußnägel hoch. Tu mir jemand den Gefallen und verunstalte sein Porträt für mich, ja? Es hängt in dem Raum, der auf dem Foto zu sehen ist. Wie es gemacht wird, ist mir gleich. Wahrscheinlich wäre es am besten, es einfach mit irgendwas zu bewerfen. Das dürfte im Thronsaal sein, ne? Von ihm. Kann mir jemand dabei helfen, ein gestohlenes Schmuckstück zurückzuholen, das eine Krähe stibitzt hat? Er hat es bestimmt zu ihrem Nest gebracht. Es ist ein Familienstück und soll nicht als... Vogelspielzeug enden. Ein zerkratztes Markt verkaufen. Burghof. Okay. Ah, nur das Beste vom Besten. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Das ist wahrscheinlich eh nichts wirklich für uns. Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Kann man bei den Anhängern die, die wir doppelt haben, noch loswerden? Ja. Oh ja, damit kann ich definitiv was anfangen. Weiterhin viel Glück, Fremder. So gut wie neu. So, das müssen wir reparieren. Das kaufe ich noch. Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Stirb mir da draußen nicht weg. Ja, wir sind heute ein einziger Kunde. Von daher wäre das wahrscheinlich nicht so gut. So, habe ich eigentlich noch was ich hier reinstecken kann? Ich habe sau viel von dem Blauen hier. Ja. Dann die mal da drin. In der Krone. Warte mal, ich habe 5. Doch, das müsste passen, ne? Und wie das passt. 100.000 Pesetas kostet das Ding jetzt. Willkommen.
Ja, nice Scheiße. Im Grab bringt Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Das hat mir sogar noch ein Achievement freigeschaltet. Ja, wunderbar. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Hier, wie du es haben wolltest. Langsam verkommen, jederzeit wieder. So. Okay. Da kommen wir jetzt überhaupt noch mal dahin, wo... Denke doch mal, müssen wir ja eigentlich. Einen anderen Weg gibt's ja nicht. Der Uhrturm. Halte durch, Ashley. Oder? Gibt's das? Aber wo waren die nochmal? Ne, das haben wir. Ist gescheitert. Burghof. Das ist theoretisch da, wo wir weg sind, ne? Ah, vom Burghof hätten wir aber, müssen wir aber nochmal komplett zurücklaufen, oder was? Auch für den Thronsaal? Warte mal. Fahr nochmal zurück. Kommen wir von da aus jetzt etwa dahin? Hab gar nicht gesehen, ob es da noch irgendwo eine Tür gab. Was ist die einzige Lösung? Also der einzige Weg. Ach klar, ja. Da. Hier können wir durch. Wir sind jetzt im Ballsaal, okay. Ja, ich glaube, zum Burghof gehe ich jetzt nicht mehr. Da ist mir die Quest jetzt aber mal egal. Aber wir gehen noch mal zum Thronsaal. Zurück. Und erledigen das noch. Muss ich dafür da lang? Ne, muss auf die andere Seite. Ich hoffe nur, dass wir uns hier keine kleinen Käferchen mal wieder begegnen. Das wäre nicht so schön. So, genau hier lang. Da war mal irgendwie so dunkel geworden, das Licht. Wie gesagt, den Raben suche ich mir jetzt nicht da herum. Warum sind hier Typen? Gott, die Dinger sind aber widerlich. Ey. Darf man keine Arachnophobie haben, hä? Das wohl nicht. So, der Thronsaal, ja.
Hier scheint keine mehr zu sein. Und er müsste dann irgendwo also ein... Oh, erstmal Text. Oktober, 8 Jahre nach meinem Erwachen. Endlich geht man hehres Streben in das letzte Stadium über. Die Verschmelzung von Menschen und Insekt. Die Haushalterin hat sich gnädigerweise zu dem Experiment bereit erklärt. Ich werde mich mit ganzem Herzen diesem Unterfangen widmen, um die Grenzen des Menschlichen zu überschreiten und Ramon, meinen geliebten Herrn, stolz zu machen. Mehr als 9 Jahre nach meinem Erwachen. Die Vereinigung ist geglückt. Die Haushalterin musste viele Qualen erdulden. Doch nicht umsonst. Seht die Früchte unserer Arbeit in ihrer ganzen Schönheit. Ich werde dieser perfekten Lebensform den Namen U3 geben, denn 3 ist die schönste und vollendeste aller Zahlen. April, 9 Jahre nach meinem Erwachen. U3, meine treue Hündin Pesanta. Wurde auserwählt, meinen Herrn als rechte Hand zu dienen. Aber sind 2 Hände nicht besser als eine? Nun ist es an der Zeit, meine eigene Loyalität zu beweisen. Mein treuer Diener Isidro Oyate Talavera. Gott, die sind doch alle hier Gehirn gewaschen, oder? Irgendwie ja schon. Was macht ein Huhn hier? Was machen die Hühner hier? Ach so. Ich weiß, was die hier machen. Ramons Beichte, mein Gebieter, mein gütiger Vater, segnet die Blutlinie der Familie Salazar mit einem eisernen Hammer. Der Gründer meiner Familie nannte die heiligen Lehren der Los Illuminados böse und verfolgte ihre Anhänger. War nicht genug. Er raubte ihren wertvollsten Besitz und versiegelte ihn unter der Burg. Welch Blasphemie! Welche Anmaßung! Wie lange musste ich mich mit der Schande quälen, dass das sein Blut auch durch meine Adern fließt? Endlich ist der Tag der Sühne gekommen. O geliebter Lord Sädler, ich werde die heiligen Plager, die einst unter der Burg vergraben wurden, freilassen. Die Zeit ist gekommen. Mit der Gnade des Himmels werden die Frevler als Teil der Herde wiedergeboren. Wiedergeboren als Ganado. Sie werden die treuen Diener meines Herrn sein. Nichts würde mich mehr erfreuen, als bei euren Füßen zu sitzen und mich in eurem Glanz zu sonnen. Das stelle ich mir gar sehr komisch vor. Ich bin euer ergebener Diener, ihr seid mein ewig währendes Licht. Euch schwöre ich unbeirrte Ergebenheit. Warum bist du so... Scheiße. Noch ein Text. O Ramon, mein Gebieter, mit dem Eingriff morgen werde ich endlich die Grenzen dieser sterblichen Hülle überwinden. Was jetzt noch von mir übrig ist, wird schon bald nicht mehr sein. Herrlich, der heilige Leib ist ein wahres Wunder. Die Treue, die ich meinem Gebieter schwor, ist das Licht, welches meinen Weg erleuchtet. Unsere Schicksale werden bis zum Ende miteinander verwoben sein. Hat man solche Loyalität schon einmal gesehen? Können die Hühner mal ein Ei legen? Ich glaube, das muss ich nämlich werfen. War's das so schon? Nee. Was ist das jetzt? Nein. Aber so passt, okay. Ein goldenes Hühnerei. Die Hühner müssen aber eigentlich auch was legen können. Los, leg was. Gib mir das Inventar? Ja. Leg mir ein Ei. Los.
Ich hetz dich herum. Also überhaupt ein Schatz? Wahrscheinlich. Aber wir können uns mal hier ein Easter Egg angucken. Oh yeah. Ich habe keine Zeit zum Ausruhen. Och, Menno. Ja, ist ein kleines Easter Egg. Ans Original. Oh, da liegt Nei. So, und da ist. Amons Porträt verunstalten. Nein! Ah, ich bin so blöd. So, meine Güte. Hab's mal rausgeschnitten. Hätte sonst wieder zu lange gedauert. Ja, an anderer Zeit tun die Hühner hier wieder was legen. Aber es braucht halt eine Weile. Gut, haben wir das auch nochmal gehabt. Wunderbar, dann können wir jetzt weitergehen. Ja, wegen 3 Spinellen gehe ich jetzt nicht extra wieder zurück. Runter zum Burghof. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Oder ist da noch was? Nö, ist kein Schatz mehr, ist nix. Gut. Warum leben hier noch welche? Warum tauchen hier noch welche von denen auf? Bin gerespawnt. Ja, ist gut. Meine Güte. Geh mir nicht auf den Sack. Bin ich auch falsch, ne? Ja. Bin ich. Oder? Wo wollte ich denn eigentlich hin? Hier wollte ich hin. Meine Güte, ich bin doch blind. Da liegt noch was. Ein kleiner Schlüssel. Er freut mich aber. Oh, sieh dich einmal an. Wofür kann ich dich begeistern? So, wir haben 10 Stück. Ja. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Doch, will ich. 9000, ja, verkaufe ich. Besten Dank. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir zum Uhrturm. Oh Gott, warte mal. Das war richtig Cancer. Das weiß ich nur. Also im Original war dieser Ort hier scheiße. Das war er auf jeden Fall. War nicht der schlimmste Ort im Spiel, aber boah, auch nicht der angenehmste. Warum ist hier ein Raum voller Nix? Achso, hier ist eine Tür. Habe ich gerade irgendwie nicht gesehen, dass das eine Tür ist. Also die Karten jetzt so viel raus. Aber das hier lassen die drin.
sind überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber das hat jetzt ein Ende. Werft den Eindringling raus! Besucht die Typen ja aber schon mal. Aus der Entfernung zu killen. Ey, du bist tot. So, aber sollte mal die Waffe wechseln. Werden wir hier am Ende auch noch verfolgt? Von der Statue wie im Original. Goldblättchen. Sieben von 16. Ich habe definitiv schon welche übersehen. Wir haben schon mehr als die Hälfte des Spiels. Gab mal so wenige. Gott, dieses Geschwafel von denen. Kann ich einfach mal die Klappe halten? Irgendwie schon sehr nett. Wenn die einfach still sein könnten. Kommen die einfach mit dem Flammenwerfer an. Aha. Hat da jemand verbrannt? Wie schalte ich denn das ab? Und wo muss ich hier lang? Ich glaube, ich muss daneben. Ja, da drüben ist eine Leiter. Lauf! Das Ding kann mir auch helfen, ne? So ist es ja nicht. Wenn du getroffen hättest. Ey, seh nix. Ja, toll, das Feuer sorgt nicht gerade dafür, dass ich was sehe, ne? Nee, ich sehe den nicht. Lauf einfach. Das war scheiße.
Alter, wie verbrannt die ist. Oder der. Aua. Auf dem Weg. Gott, ist das ja, die sind richtig nervig. Sag mal, das ist irgendwas an seinem Kopf. Nicht das kaputt schießen. Aha. Lauf, Leon! Ihr wisst echt, wie man Leute willkommen heißt. Netter Versuch. Ey, du willst mich verarschen! Was haben die denn für eine Reaktion? Lass nicht da durch. Wo ist der Typ, der hier alles die Kugel wirft? Du gehst mir nicht auf den Sack. Und ihr fresst jetzt eure eigene Medizin, ja? Dass das klar ist. Okay. Meine Güte. Das könnte besser laufen hier. Da ich keine Ahnung habe, wie lang der Part jetzt ist. Oh nee, nicht ernsthaft. Okay. Das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Das war's mit Resident Evil 4 Remake für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Ja, potenziell einen der nervigsten Abschnitte der Burg haben könnten. Wer weiß, wir werden sehen. Vielleicht sogar schon Finale. Wir werden sehen. Wie gesagt, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.